Hallo zusammen! Heute möchte ich euch die Orgel in St. Pankratius in Rinkerode vorstellen. Sie stammt aus dem Jahr 1883 und wurde von Friedrich Fleiter aus Münster gebaut. Die kompletten Baukosten von damals 7.400 Reichsmark übernahm Kollon Theodor Höckesfeld aus Rinkerode. Er war damals einer der größten Bauern der Gegend. Noch heute leben seine Nachfahren hier in Rinkerode in der Bauerschaft Eickbeck. Der wunderschön verzierte Orgelprospekt und das Gehäuse entstammt dem Entwurf des Architekten Wilhelm Rinklake aus Münster. Er hat auch den Billerbecker Dom entworfen und die Abtei in Gerlewe. Friedrich Fleiter selbst hat das Gehäuse zusammengebaut und den Prospekt, denn oft ist es so, dass Orgelbauer auch gleichzeitig Tischler sind. Ganz oben auf dem Mittelturm des Orgelprospektes sitzt König David mit der Harfe. Die Figur ist teilweise vergoldet. Heute sind noch alle Teile der Orgel von 1883 erhalten. In den 50er Jahren gab es einen Umbau durch die Firma Klingenhegel, aber 1976 wurde das von der Orgelfirma Fleiter wieder rückgängig gemacht. Die letzte Renovierung, die wir hier hatten, war im Jahre 2008, auch durch die Firma Fleiter. Wir haben 20 Register, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, und 1176 Orgelpfeifen. So, und jetzt geht's da oben weiter. Bis später. Schauen wir erstmal, wie es in der Orgel aussieht. Hier unten sieht man die ganze Mechanik der Orgel. Und das ist der Balg. Und auf dem Balg hat man Ziegelsteine gelegt, um den Winddruck zu stabilisieren. Da in der Kiste ist der Motor. Hier oben in der Orgel stehen die ganzen Orgelpfeifen. Hier auf der rechten Seite, das sind die Pfeifen aus dem Positiv, also aus dem leiseren Manual. Dort hinten, das sind die Pedalregister. Und hier auf dieser Seite, das sind die Orgelpfeifen, die zum Hauptwerk gehören, also zu dem lauteren Manual. Das hier, das sind die Prospektpfeifen, also die man von vorne sieht. Und hier kann man sogar bis in die Kirche reingucken. So, und jetzt geht es hier unten weiter, an der Seite. Da ist der Spieltisch und das Gehäuse mit den wunderschönen Verzierungen. Diesmal sitzt man mit dem Rücken zum Altar. Deswegen ist ja auch ein Spiegel, damit man alles mitbekommt. Da steht der Erbauer, Friedrich Fleiter. Das sind die Registerzüge. Und hier haben wir noch etwas Besonderes. Da steht Orgelwind. Da stellt man die Orgel an. Bei der Orgel spricht man immer von Wind, nicht von Gebläse oder so. Es ist immer Orgelwind. Das ist das Pedal. Das geht auch schon bis zum F1, was auch der heutigen Norm entspricht. Hier sind die Manualtasten. Dieses Mal haben wir oben das Hauptwerk, das lautere Manual. Da vertut man sich schon mal beim Spielen. Und das untere, das ist das Positiv, das leisere Manual. Jetzt zum Schluss zeige ich euch noch, wie die Orgel klingt. Viel Spaß noch!